Sag mal alle Hallo! Hallo! Einer Hallo! Was? Was das? Sag mal einer Hallo! Oh. Einen wunderschönen guten Morgen! Wir haben 8 Uhr und 49 Minuten. Wir sitzen im Auto auf der A 46. 46 und fahren Richtung Neuss. Denn dort wollen wir eine DVD-Börse besuchen. Und ein bisschen shoppen und ein bisschen Leute treffen und ein bisschen Spaß haben. Und ja, wir sind mal gespannt. Momentan ist das Wetter suboptimal, würde ich sagen. Jede Menge Regen. Ach ja, genau. Passend zum toten Sonntag. Totes Wetter auf der Straße sozusagen. Ja, wir fahren noch ein bisschen und dann wollen wir gleich mal sehen, ob wir das auch finden. Weil die Straße gibt es im Navi nicht. Aber wir hoffen, dass wir trotzdem irgendwie ankommen. Auf Wiedersehen. Oder wolltest du noch was sagen? Nee. Hast du Thorsten schon im Bild? Nein, der kommt ja wieder nicht. Ja, warte. Wo ist er? Hier. Hallo. Hier. Hier. Hey, komm hier. Hier, andere Seite. Hier. Da ist er. Im Dunkeln hinten. So, bis später. Tschüss. Mahlzeit. Ist weg. Ich bin Hammer. 3 Grad. 3 Grad. Oh, ist frisch draußen. Moment, es blinkt, es blinkt. Es blinkt. Auf jeden Fall schon mal 3 Grad. Wir sind in Neuss angekommen. An der Wetthalle. So heißt sie. Und wir haben 9.18 Uhr. An der Rennbahn. An der Rennbahn. Das heißt, wir gehen gleich los und gucken mal, was hier los ist. Thorsten wollte noch eine Runde spielen zwischendurch. Mhm. Zähl. 10 Filme, die am Morgen spielen. Genau. Ja, Auf jeden Fall. Die am Morgen spielen. Wollen die am Morgen spielen? Welche Filme spielen denn nur am Morgen? 10 Filme, die nur am Morgen spielen. Der Morgen stirbt nie. Ja gut, wir können ja sagen... Red Dawn. Genau, wir können sagen, Titel, die Morgen im Titel haben. Filme, die einen Morgen im Titel haben. Und los. Der Morgen stirbt nie. Haben Sie das von den Morgens gehört? Red Dawn. Da ist kein Morgen. Wo ist denn dann Morgen? Dawn ist der Sonnenaufgang. Ich habe gerade gesagt, ein Morgen im Titel. Achso, ja, ist das nicht das Gleiche? Morgen. Da wird es was geben, fällt mir dazu ein, aber. Ja, mir fällt außer der Morgen steht nie gerade auch nicht viel ein. Morgan Freeman. Morgan Freeman, genau. Morgan Freeman. Ja, ich sehe, das wird nichts, deswegen gehen wir gleich auf die Piste und gucken mal, ob wir 10 Filme mit Morgen finden. Wir können ja das Gegenteil mit Nacht oder Abend. Wir können sie suchen und finden, aber ich kaufe sie nicht. Hm. Kaufen wir für unsere Kommunenten. Wahrscheinlich werden wir gleich so Filme finden, die Schrei im Abonnenten. Morgenrauen. Kommunenten? Was sind, eigentlich Kommunenten? Der Killer kam am Morgen. Das ist ein geiler Effekt, irgendwie finde ich. Hallo. So aus dem Dunkeln ist so Halloween. So Halloween, so paparum, paparum, paparum. Also wir haben auf jeden Fall schon jede Menge Spaß. Auf jeden. Ja, und jetzt gehen wir gleich mal rüber und gucken mal, ob wir auch wirklich auf der Gästeliste stehen. Und dann gehen wir ein bisschen shoppen und gucken, ob wir auch ein bisschen filmen dürfen. Tschüss. Bis später. Auf der Suche nach heißem Scheiß in Neuss. Genau. Genau. Hier sehen wir das Globe Theater. Das Globe Theater from Neuss, Germany. News. From News. From News. From News. So. Was macht ihr denn hier? Ich bin total gespannt auf die Börse jetzt, weil ich wollte ja immer schon 18er Filme kaufen und wahrscheinlich werde ich hier meine Sammlung großartig aufstocken können. Ich habe gerade schon so bei einem Kommentar vorbeigehender Menschen gehört, I spit on your grave 2, jetzt ist auch November von einem Frühstück zu sehen, I spit on your grave 2 kann man bekommen. Ist das hier iMovie oder was ist das hier? Das ist ein Tänzchen, was wir wagen vor der Börse so. In Neuss. Okay, komm du auch mal, erzähl mal was. Es ist kalt. Ja, du musst dich bewegen, das ist sonst uncool. Es ist kalt. Ach so, stimmt es nicht. Ich habe ein Budget dabei. Ich habe ein maximales Budget. Hat ein Budget dabei. Und ich habe ein maximales Budget dabei, falls das Budget nicht ausreicht. Casino Royale. Genau. Ich kann meine. Ein Bein noch erhöhen. Wie heißt denn noch? Die Rolle? Eine Frau anruft mit dem Check. Genau. Wie heißt er noch? Nein, meine Frau in James Bond. Vespa, genau. Die kann ich noch anrufen. Pussy Galore.
Bussigelor ist auch ein geiler. Der kann bestimmt auch einen Automaten hier in der Halle, wenn man nochmal nachlegen möchte, kann man bestimmt nochmal ziehen. Ich glaube, in der Halle nicht. Und andere Händler nehmen natürlich auch Cash gegen Karte wahrscheinlich. Cash gegen Karte ist auch. Cash gegen Karte. Cash gegen Karte. Das ist hier doch kein Rewe. So meine, von außen sieht es noch nicht so spektakulär aus. Das ist die Wetthalle. Jetzt verstehe ich auch Geld fürs da Wett. Wohnt verstehe ich auch den Namen. Da wohnt sogar einer. Ja, sicher, da wohnt der Hausmeister. Das ist ja total schlimm. Wollt ihr da wohnen? Das ist doch gruselig. Passt doch zum Thema Filmbörse. Ja. Deswegen werden wir verklagt bei diesem Video. Weil auf jeden Fall. So, wir gucken jetzt mal. Ja, der Stocker und Fall kriege ich rum. So weit rum kriege ich die Hand jetzt nicht. Das geht nicht. Hallo. Das ist Schmerz. Wir gucken mal, wie die Halle von vorne aussieht. Ja, gestern war noch Frauentausch hier. Es ist aber auch sehr kalt jetzt hier Ende November und man muss schon was tun, wenn man Filme sammelt, glaube ich. Ich möchte im Moment, wo Marco hinfällt, von oben auf dem Gesicht. Ja, auf jeden Fall, ey. Event-Location. Ah, Event-Location. Also von vorne sieht es dann schon wieder viel schöner aus. Können auch noch ein paar. Das da hinten wahrscheinlich. Ja. Nein, da. Können auch noch ein paar Pferde gleich. Ach, das ist ein Pegasus. Pegasusse. Ja, hier soll das angeblich sein. Nicht nur angeblich. Da sieht man auch schon Scheiben. Aber wo kommt man hier rein? Glasscheiben. Da sind Palmen vor. Da kommt man nicht rein. Wir müssen einen anderen Eingang suchen. Das ist eine Maze, ist das. So, hier sind wir jetzt in der unmittelbaren Umgebung der DVD-Börse in Neuss, sprich Rennbahn. Ich setze 3 Euro auf Sieg von I Spit on Your Grave 2. Die geneigten Fans der Kirmes und Freizeitparks wissen natürlich, dass das hier die heilige Halle ist von Neuss zum Schützenfest. Man geht diesen ganzen langen Gang bis zur Bürgerweide da vorne. Mhm. Und hier ist mal das Schützenzelt aufgebaut auf der Rennbahn. Ach was? Auf der Rennbahn? Da habe ich zumindest. Ich warte keine Ahnung an. Hier ist schön die VIP-Lounge. So, der erste Eindruck, es ist klein. Es ist klein. Klein. Ich hatte jetzt eine Größe. Deswegen wird es ja auch voll. Hat er ja gesagt. Das wird wahrscheinlich eng und voll. Deswegen sollten wir auch schon gleich reingehen. Deshalb sind wir auch schon sehr früh da. Genau. Ohne Ton. Weil dieses Bild sagt 1000 Worte. Ich nehme lieber Sie hier. Ist Gasolina. Das ist dann was für unsere Erweiterung auf U.. Ne? Mahlzeit, Servus, Salü. Hallo. Guten Morgen. Wir sind angekommen in Neuss auf der DVD-Börse und sind in der Event-Location Wetthalle. Wir schwenken einfach mal kurz rüber. Da sind wir. Und sind jetzt quasi als Gäste geladen, um diese Börse einmal zu begutachten. Ja, und jetzt gehen wir mal rein und sind mal sehr gespannt und wollen mal gucken, wie es hier aussieht. Wollen euch mal gucken, wie es hier aussieht. Wollen euch mal zeigen, wie es hier aussieht. Und deswegen wollen wir euch jetzt mal so einen kleinen Eindruck vermitteln. Und ja, gehen wir einfach mal rein und gucken uns mal die Tische an, was da so alles rumsteht. Bis dann. Wir benennen uns jetzt um in die Early Birds. Die Early Birds, genau. Wir sind jetzt die 3 Early Birds vom Film.
den Kuckucksräuber und haben solche Augen, solche Portemonnaies und müssen jetzt gut überlegen, genau, was kommt in den Sack, was bleibt hier. Ne? Wenn es ein Horror geben würde. Was entdeckt. Was denn? Die From Dusk Till Dawn Box für 25 Euro. Echt? Das ist gut. Ja, Thorsten, haben Sie schon was gefunden? Ja. Was leider. Denn? Renoir? Metropolis auf. Ah. World War Z.
Sind wir denn zufrieden? Ja, durchaus. Durchaus. Hab auch mehr ausprobiert, als ich wollte. Kenn ich. Obwohl, ich bin halt nicht heute ein bisschen zurückgehalten. Erstaunlich. Er war aber nichts mehr dabei. Ich hätte auch noch mehr shoppen können. Es war irgendwie nichts so, wo ich gesagt habe. Ja, muss ich sagen. Wie gesagt, mit der From Dusk Till Dawn Box verzichtet. Obwohl, ja, sehr reizvoll. Und ja, also ich hätte noch mehr shoppen können, klar. Natürlich. Ja. Ja. Fazit? Fazit? Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden waren wir jetzt wir hier? Wir pellen uns erstmal ein Ei. Wie viele Stunden waren wir jetzt hier? Vier? Nein. Fünf. Also ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Fünf Stunden waren wir hier. Fünf Stunden. An dieser Stelle auch nochmal ein Dank an den Gastgeber. Oder an die Gastgeber. Den ja, Sascha dem schließe vor ich mich an. Wir danken dem Gastgeber, dem Sascha, der diese Börse organisiert. Moderiert, favorisiert. Liked. Und in Medias Res wollen wir mit ihm beim nächsten Mal gehen, weil er soll uns ja noch Antworten geben auf Fragen, die wir dementsprechend jetzt heute sammeln konnten. Ja? Genau. So Eindrücke vom ersten Messebesuch. Hier Neues führen natürlich zwangsläufig auch zu Fragen, die man stellt. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Wenn euch mal so interessiert, was passiert bei so einer Börse, wie läuft so eine Orga ab? Was kann es da für spannende Sachen geben? Schreibt uns die Fragen einfach unten rein. Wir stellen sie dann dem Sascha beim nächsten Mal und präsentieren, nenne ich euch das Ei. Das Ei des Kolumbus, sondern wir werden dann eure Fragen stellen und gucken, dass wir die Antworten dann für euch einholen werden. Und, ich habe schon so die eine oder andere Frage gestellt bekommen. Ist der Cut oder Uncut? Gibt es den mit oder ohne Titten? Und ich habe so ein Er ist noch im Redefluss, film ihn ruhig erstmal noch. Das Schlimmste ist, dass man so diese ganzen geilen Sprüche, die man so zwischendurch mithört, nicht aufzeichnen kann. Ja. Damit geht ordentlich gemetzelt, ordentlich gemetzelt. Das war so einer meiner besten Fans. Ordentlich gemetzelt. Ordentlich Blut. Bam, bam. Da geht es ordentlich zur Sache. Und schön ist aber, wenn Leute Filme suchen hier, ne? Also kann man sich auch noch mal merken, so, hast du den mit dem einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, so der eine da, der mit der Kettensäge. Mit der Kettensäge. Also sind schon schöne Sachen hier. Ich hatte auch einen geilen Favoriten gerade, auch sehr geil. Wenn man hast du den mit den Hunden, die die Bank überfallen. Dobermann. Hast du den, wo die Hunde die Bank überfallen. Aber egal. Ja, auch ich möchte Danke sagen nochmal an den Veranstalter für die Einladung, für die Verköstigung. Es war sehr schön. Es war auch eine sehr schöne Messe, muss ich sagen. Die Neusser, DVD- und Filmbörse kann ich jedem nur ans Herz legen. Also sie ist eigentlich kein Vergleich mehr zu den Börsen, auf denen wir früher waren. Also ich war erst im Moment heute Morgen geschockt. So. Ja, ich dachte, die Auswahl im Vergleich zur letzten Börse in Wattenscheid, die ja nun leider nicht mehr stattfinden wird, weil der Veranstalter leider von uns gegangen ist, ist hier um einiges größer. Auswahl an wirklich ungeschnittenen Filmen, an Mediabooks, auch an normalen Filmen, ist hier viel größer als auf den letzten Börsen, auf denen ich war. Bochum, Essen, Dortmund und so weiter. Deswegen großes Lob hier nochmal an die Eventhalle, an den Außenbereich, der auch dabei war. Und wir sind im Januar auf jeden Fall wieder am Start. Definitiv. Und dann auch mit Interview mit dem Veranstalter. Sascha heißt er. So. Ja, auch ich möchte Danke sagen für die Einladung, für den netten Kontakt, den wir mit dem Sascha hatten, für die tolle Börse, die wir besucht haben. Und ich habe mal wieder zu viel ausgegeben. Willst du nicht noch was sagen als Statement? Genau. Ich sag dann einfach nur Bombe. Bombe steht. Bombe. Das ist ein B. Die Börse war Bombe und wir kommen sehr, 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 sehr gerne wieder. Ich kann mein T-Shirt oder unbezeigt lassen, denn das passt heute nicht. Nee, die Grotte können wir heute vielleicht nicht. Vielleicht kommt das dann beim Auspacken der Filme. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Nein, also von daher, wir gehen jetzt mal auspacken. Genau. Noch seid uns nicht ganz los, ein paar Minuten bleiben wir noch. Ein paar Minuten, wie ihr uns kennt, ist das hier nochmal eine Stunde Material. Ja, wir müssen ein bisschen zügiger machen, das wird auch sehr warm im Auto gleich, wenn wir das zu dritt auspacken. So schön von außen. Wir packen nämlich jetzt zum ersten Mal, ich kann das hier nicht halten. Warte, dann muss man so. Ja, wir packen nämlich zum ersten Mal jetzt im Auto gleich aus, weil wir gerade keine geeignete Location finden. Das erste Drei-Herren-Auto-Unpacking. Es wird fabulös. Ich bin gespannt. Wir werden nicht das Auto auspacken, falls es noch dranbleibt, um zu gucken, wie wir ein Auto auswickeln, sondern wir werden im Auto unsere DVDs... Moment, du wolltest heute Morgen ein paar Körbe voll Autos mitnehmen. Hab ich gesagt. Ist schon längst verstundet. So, und jetzt müssen wir leider Akkusparung jetzt geben. Tschüss. Tschüss. Servus, Grüezi und hallo. Herzlich willkommen. Da sind wir nochmal hier aus live aus dem Auto vor der Neusser Eventhalle. Ich muss wieder mich dran gewöhnen, in die Kamera und nicht auf den Monitor zu gucken. Ja, das ist nicht so einfach. Ich möchte anmerken, wir fahren aber nicht im Moment. Natürlich nicht. Er fährt frei hier nicht. Ja, ganz neue Location.
Der was? Thorsten ist hier noch im Dunkeln. Thorsten ist doch im Dunkeln, den sieht man nicht so ganz. Der ist da irgendwo. Hallo. Aber wir wechseln gleich durch. Die ganzen Auspacker wechseln gleich so nach und nach durch. Die Anpacker. So, ich fange einfach an. Hol's raus. So, der erste Film, den ich heute gekauft habe auf der Börse, auf der schönen DVD-Börse in Neuss, ist ein Meisterwerk der Filmgeschichte natürlich. Deswegen hat er auch 1 Euro gekostet. Daniel, der Zauberer. Wer kann dazu schon Nein sagen? Ich habe ihn schon oft gesehen bei Thorsten, der besitzt diesen Film nämlich auch. Jetzt habe ich gesagt, so ein schönes Pappschuber-Büchlein und guck mal hinten hier, Daniel, oh, im schönen Anzug. Ich fürchte, das wird der erste Film, den ich heute Abend gucken werde. Der Film ist übrigens von Uli Lommel, der auch Filme gemacht hat wie Boogeyman. Nur mal so als Vergleich, Boogeyman, vom Boogeyman zu Daniel der Zauberer. Ja, weiter geht's im Text. Hier musste ich natürlich zuschlagen. Ich muss es immer zurückrechnen, für was ich bezahlt habe. Ah ja, für 1,99 Euro Arachnoquake mit dem schönen Untertitel Das Beben hier ist... Nee, Das Beben ist hier nicht das Schlimmste. Den kenne ich schon, den habe ich schon auf Sci-Fi gesehen. Und jetzt habe ich den auch dann mal auf DVD zugemacht, weil... Zugemacht ist gut. Weil Edward Furlong als dicker, fetter Mann und Tracy Gold und Oliver Hart in einem, ja, Trash-Spinnenfilmchen, der nicht von Asylum ist übrigens. Was? Nein. Great Movies, na gut. So, dann endlich mal ungekürzt auf DVD, auch für 1,99 direkt zugeschlagen. zugeschlagen. Das, Scheiße, den hatte ich auch in der Hand, aber konnte mich nicht entscheiden. Das Grauen, super Film. Das Grauen hat einen neuen Namen und zwar Elmer. Hier ist er auch. Ich hatte erst Eimer gelesen. Hinten auch. Ist egal, ich halte ihn jetzt einfach rein. Hier, schön, da ist er, Elmer. Ja, Klassiker, sehr guter Film, ich finde den super. Und ja, jetzt auch ungekürzt dabei. So. Wir tun's. Was habe ich noch? Oh, ja, der musste natürlich sein. Den kenne ich nicht. Erstmal natürlich Red Edition Erweiterung, ist bei mir sowieso immer angesagt. Und dann habe ich gelesen hier Witchcraft. So, dann habe ich umgedreht und ja, okay, hört sich nicht so interessant an. Ich halte es hier erstmal zu. So, Witchcraft. Und dann aber jetzt der Hammer, Leute, der Cast. David Hasselhoff, Hildegard Knef und Linda Blair. Ja, also wenn das kein Cast ist, da bin ich auch gerne bereit, die 6 Euro zu gehen. Da habe ich tatsächlich 6 Euro für bezahlt. Aber alleine David Hasselhoff und Hildegard Knef in einem Film. Und in einem was für einem, ja. Also hier Horror und hast du nicht gesehen, 18 Jahre. Ich bin gespannt. Ist wahrscheinlich der letzte Rotz, aber egal. So, ebenfalls 6 Euro habe ich bezahlt für einen Troma-Film. Und der hört sich so krank an, dass ich gesagt habe, den muss ich mal kaufen. Und zwar Zurück zur Natur. Hinten sieht man schön einen Elefanten auf dem Putt. Was immer der da auch tut, man weiß es nicht. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall ist das ein echt witziger Streifen. Irrwitzige, restlos, außer Kontrolle geratene Komödie. Lacher garantiert, clever und unverschämt. Ich bin gespannt. 16er Freigabe habe ich jetzt auf gut Glück einfach mal gekauft, sonst würde ich es bei Troma nicht machen, aber da es sich ja hier um eine Komödie handelt und die Troma Collection eigentlich immer ungeschnitten ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der auch uncut sein wird. Bin ich sehr gespannt. So, weiter geht's. Für 2,50 Euro einfach mal mitgenommen. The Dread, das Grauen ist näher als du denkst. In jedem von uns, was steht da? In jedem von uns schlummert ein Monster, das darauf wartet, entfesselt zu werden. In der ungeschnittenen Fassung, da spielt irgendeiner mit, oh, Tanz der Teufel, deswegen steht es hier drauf. Ach, Tom Sullivan spielt damit, guck mal, mit Alan Sandwise und Tom Sullivan aus Tanz der Teufel. Ist sogar ein Wendercover, guck mal einer an. Jo, kenne ich noch nicht, aber für 2,50 habe ich gesagt, kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen. So, dann mitgenommen, weil Titel, 3,50 Euro, egal. This movie is really scary. Der Rasenmähermörder kommt zurück. Da wackelt die Bude. Freigegeben ab 18. 83 Minuten, aber auch da denke ich mir, Komödie sollte eigentlich nicht so sehr geschnitten sein. Sieht ziemlich strange aus. Wird es wahrscheinlich auch sein. Auch mit George Kennedy? George Kennedy sehe ich auch gerade. Man darf gespannt sein und den habe ich natürlich auch eingepackt. So, letzte Scheibe noch. Da bin ich sehr glücklich darüber, dass ich den gefunden habe. Den habe ich immer auf der Beobachtungsliste gehabt bei den Cyberpiraten. Da kostet es mit Mistding in Anführungszeichen 29 Euro. Hier jetzt in der Special Collectors 3 DVD-Box für 8 Euro. Der letzte Teil von
Citizen Toxic, also The Toxic Avenger Teil 4, Citizen Toxic in der Uncut-Version, auch im schönen Schrägstellcover, wie auch die anderen und auch der Terrorfirma produziert wurde. Ja, Troma-Trash natürlich. Wer Toxic Avenger kennt, weiß, worum es da geht. Ich bin gespannt, ich kenne ihn noch nicht. Der soll ziemlich strange und ziemlich blutig sein. Für 8 Euro habe ich den natürlich in den Warenkorb gepackt. So, dann habe ich noch 3 blaue und dann sind wir auch schon durch. Für jeweils 5 Euro mitgenommen, weil ich alle 3 noch nicht kenne. Einmal, wer ist Hanna? Dann die Neuauflage von Total Recall. Und last but not least, Priest. Ha, reibt sich sogar. Also Priest oder Priest? Priest. Priest, hier siehst du. Priest kenne ich auch noch nicht. Alle 3 für einen 5er. Also einzeln. Jeder ein 5er. Ja, und ja, das war meine kleine Ausbeute. Ich packe noch mal kurz zusammen. Das waren jetzt summa summarum. Was habe ich noch im Portemonnaie? 50 Euro? Ich glaube. Ich glaube ein Fuffi. 8, 9, 10. Ja, so ungefähr. Knapp 50 Euro. Ja. Das war meine Ausbeute. Und wir machen jetzt weiter und wollen jetzt mal gucken, was der Björn Leckeres geshoppt hat. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich dran. Finger weg mit meiner kleinen, viel zu großen Ausbeute. Ich fange an. 3 Euro. Monster Brawl. Den haben wir zusammen, den hatten wir schon öfters gesehen, ne? Ja, den haben wir auch schon oft in der Hand gehabt. Oft in der Hand gehabt, das ist ja hier Cyclops vs. Witch Bitch, Lady Vampire vs. The Mummy und so weiter. Ach, Julia spielt auch mit. Nein, ja. Ach, der heißt ja The Mummy. Ja, irgendwelche Monster, die gegeneinander kämpfen. Ich bin mal gespannt. Kennt auch keiner, den man so... Kevin Nash, ne? Kevin Nash, ist das nicht ein Wrestler? Man weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen. Dann in einem... Hallo, Lanze Hendrickson. Ja. Eine der Horror-Ikonen. Ja, warum ja, weiter? Ja, okay. Dann in einem Paket 4 für 10 Euro dieses Mediabook von Saw 3 in der, wie heißt das Ding? Limited Collectors Edition. Habe ich noch keinen, also ich habe zwar Saw 1 bis 3, aber für, sag ich mal, umgerechnet 3 Euro habe ich das Ding halt mal mitgenommen. In dem gleichen Paket, oder in der gleichen Aktion, die Geistervilla mit Eddie Murphy. Fehlt mir noch. Ich finde, das ist eine lustige Komödie. Kann man sich mal angucken. Ich finde die vor allen Dingen, ich muss mal kurz wieder intervenieren. Ab 12 ist okay. Ich war ab 6. So, dann machen wir erstmal die anderen Filme. Also da kommen die später, die anderen von dieser Aktion. Was kauft man auf Filmbörsen? Natürlich 18er Ware, Uncut und so weiter. Pinocchio von Disney. Fehlt mir noch in der Special Collection. Haben wir ja letztens ausgepackt. Gleiche Collection, anderer Film, Toy Story, fehlte mir noch. Jetzt habe ich ihn, jetzt fehlen mir, glaube ich, nur noch 5. Mein Gott. Dann. Alter. Ein alter Klassiker mit Doug McClure. Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Doch. Ich dachte immer, der 6. Kontinent wäre der zweite Teil. Nein. Caprona 2, die Rückkehr der Dinosaurier. Für runtergehandelt auf 4 Euro. Ja, ich fand den ersten geil. Echt jetzt? Ich finde die super. Ich habe letztens den ersten wieder gesehen und der ist sowas von unlogisch. Super. Ich fand die so spannend. Allein das Ende ist so unlogisch. Aber die U-Boot-Fahrt dahin ist schon genial. Boah. Dann habe ich meine Western-Collection ein bisschen vervollständigt, der vorher noch fehlte, die Rückkehr der glorreichen 7. Toller Western mit Jules Brünner, unter anderem. Dann nochmal wieder aus dieser 4 für 10 Aktion, weil das Steelbook mir gefiel. 10.000 BC im Steelbook. Film ist, ja, man kann ihn gucken. Ist okay. Ist okay. Und in diesem Steelbook, schöne Version. Ne? Gut. Und dann aus dieser Aktion noch The Crow, die Krähe. Die Krähe. Ja. Braucht man, glaube ich, auch nicht mehr zu viel sagen. Dann für 3 Euro Senseless. Der Sinne beraubt, um ein Auge zu entfernen, braucht man lediglich einen Löffel und etwas Entschlossenheit. Ich bin mal gespannt. Dann konnte ich wie Marco für 1 Euro nicht am Daniel vorbeigehen. Ich bin der Daniel.
Mal gucken, ob der wirklich so schlecht ist, wie sie alle sagen, oder ob der noch schlechter ist, wie alle behaupten. Aber, darf ich mal einen Tipp? Aber? Peter Schamoni? Nee, ich dachte Rocco Schamoni. Ja, ist okay. Ist alles gut. Ja, wir sind gleich durch. Dann, um die 5 Euro Gebühr bei Amazon zu sparen, die zweite Staffel von Boardwalk Empire. Serie, die ich noch nicht so, noch nicht ganz gesehen. Ich habe zwar kurze Ausschnitte gesehen, da gefiel sie mir ganz gut. Jetzt habe ich schon mal die zweite Staffel. Dann der erste Film, den ich geshoppt hatte. Für 2 Euro. Daniel war der erste. Daniel war der erste Film, Entschuldigung. Den ersten, den ich selber gekauft habe. Keine Ahnung, wie man. A Space Fantasy. Hat auch wieder diese, so ein Lenticular-Cover. Keine Ahnung. Das ist auch unser Lieblingswort im Moment. Ne? Lenticular-Cover. Schöne Grüße an Frank. Ich bin mal gespannt. Irgendwie noch mit einer CD dabei. Naja, für 2 Euro kann man nicht sagen. So, dann habe ich noch von einem anderen Besucher, einem Bekannten, der mir noch Filme mitgebracht hat. Zeige ich auch mal eben. Das ist einmal Armageddon. Hallo? Braucht man nichts zu sagen. Hallo? Was ist denn das für eine Geschichte, die ich noch nicht kenne? Ja. Und? Hier werden Filme zu Börse. Ja, genau. Und die Klasse von 1984 in der ungeschnittenen 3DVD Deluxe Special Edition. Stefan, vielen Dank dafür. Und als Highlight habe ich mich dann für... Oh, halt! Halt! Da ist noch einer dazwischen. Deutschland-Irrenhaus. Deutschland-Irrenhaus. Auf Deutsch gesagt. Auf Taubertisch. Genau, auf Taubertisch Pudelmützen-Rambos. Und jetzt, einem neuen Titel. Jetzt habe ich ihn endlich auch. Und als Highlight habe ich mir dann die Ultimate Edition von Battle Royale gekauft. Die schöne Box. Die haben auch sehr viele schon auf YouTube hier ausgepackt. Und dann wusste ich es nicht, aber ich denke mal, er ist es wirklich, dass es davon einen zweiten Teil gibt. Den zweiten Teil von Battle Royale. Ja, das war's von mir. Summa summarum, ich glaube irgendwas um die 80 Euro, 80, 90 Euro. Ist okay, denke ich. Das war's von mir. Noch was von euch? Nein? Nee. Die Herren sind stumm. Bis dann. Jetzt ist Thorsten übrigens dran. Ja. Ja, Ausbeute Teil 3. Beim Rausgehen noch sich überreden lassen, einen Schund mitzunehmen, den ich normalerweise nicht mitnehmen würde. Schund? Von der Packung her. Ach so, von der Packung. Von der Packung her. Okay, von der Packung her hast du recht. Ja, ne, weil es ist auseinanderfallend und mit Nummern aus dem Verleih. The Cell hatten wir auch schon jetzt mehrmals, glaube ich, beim Auspacken jeder mal gehabt. Ich habe es nachgezogen, dachte, wenn schon auf einer Masse, dann muss ja auch 18er Ware gekauft werden. Uncut. The Cell in dieser Plastik. Was hat er denn dafür genommen jetzt? Vier? Boah, das ist aber schon extrem, oder? Ja, ich habe auch nicht genau. Ich habe gequatscht mit dem und dann habe ich mich verquatscht. Und dann, boah, das ist aber ja, zwei angemessen gewesen. Ja, ne? Den verkaufe ich für einen Euro nachher im Shop wieder. Naja. Güte, 18er Ware, wo willst du den verkaufen? Im Secondhand-Laden. Ach so, da. Ja. Da kriegst du ja nichts mehr für. Ja, sicher. Ja, da kann man seine 4 ja vielleicht ein bisschen refinanzieren. Ja, genau. Dann vieles von dem, was ich habe, habe ich schon und kaufe ich nur noch mal in einer neuen Fassung, weil bislang nur als Verleihversion. Dazu gehört The Curse of the Golden Flower. Der Fluch der goldenen Blume von Zhang Yimou. Asia-Kino. Schuss. In die gleiche Richtung. Boah, blutig. Ab 12? Hallo, was ist das denn, ey? Jetzt guckt euch das mal an hier. Guckt noch mal. Boah, hier Gemetzel und dann 12. Ist ja geil. In die gleiche Richtung. Oh, den hat auch jeder schon in der Hand gehabt, den Film. I Come with the Rain. With the Rain, genau. Ich habe den auch schon seit langer, langer Zeit zu Hause aus der Bibliothek liegen. Für einen Euro damals mitgenommen. Josh Hartnett spielt er mit. Da sieht er nicht, ne? Auf dem Rückcover hier, in der Mitte mal schauen möchte, lässt das ein. Doch ansprechen. Mal gucken, wie das ist. Es ist ein asiatischer Film. Dann, um die Reihe der Oscar-Filme zu vervollständigen, 18er Ware aus den 60ern. Tom Jones. Tom Jones? Hat, glaube ich, in den 60ern Oscar gewonnen als bester Film. 63. Ich gehe tot.
Aber nicht der Tom Jones, oder? Zwischen Bett und Galgen. Also ich reden wir von dem Tom Jones? Nein, wir reden nicht von dem Tom Jones. Das der Film heißt Tom Jones. Albert so. Finney ist der Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, worum es in dem Film geht, aber es ist wahrscheinlich irgendwie eine Betten-Liebesgeschichten-Story. Und dafür den Oscar zu geben, naja, mal schauen. Ist er noch intakt, die ganze Sache? 18. Aber 18, aber wahrscheinlich wollte den nie wieder jemand vorlegen zum Prüfen. Dann, da weiß ich gar nicht, ob ich den schon habe. Vergiss mal nicht. Ich hatte den mal und ich weiß nicht, ob ich ihn noch habe. Wenn, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall neu dazu. Dann, wenige Film-Noirs als Ausbeute. Das geht ja nicht ohne. Du lebst nur 105 Minuten. Nee, du lebst, du lebst noch 105 Minuten. Nur. Barbara Stanwyck. Das war unspannend. Geht auch nur 104. Das wäre aber dein Kindsmord, oder? Ja, irgendwie sowas. Robert Mitchum, nee, Burt Lancaster und Barbara Stanwyck. Du lebst noch 105 Minuten. Oh, im Original, 105, im Original haben wir gar keine. Wie lange geht denn der Film? Der ist 84 Minuten. Dann Murder My Sweet. Oh, ein Hardboxer, Herr Thorsten. Ja, das andere hatten sie nicht mehr. Oh, ja. Das war ein neues. Murder My Sweet, auch aus der Film Noir Collection von Edward Mitrick mit. Kenne ich nicht. Die heißen alle gleich? Alle gleich, ja. So ein bisschen wie Spaceballs. Wer ist hier Arschloch? Wir alle. Dann, die hatten wir vor kurzem beim Auspacken. Bombe. Jetzt in einer etwas schöneren Nicht-Ex-Verleih-Version. Von Wes Anderson, die Tiefseetaucher mit Bill Murray in der Hauptrolle. Da habe ich die Verleihversion von gehabt und auch gemacht. Oh, jetzt ist sie aber nass geworden. Hier ist nicht so schön. Da kannst du ja das Cover kannst ja tauschen, oder? Nee, eben nicht, weil da steht ja auf der anderen drauf Vermiet. Ach so. Ah. Ja. Dann bleiben wir beim Film Noir. Die Blaue Dahlia. Die Blaue Dahlia. Oh. Immer wieder gern gesehen. Auf ja, läufst du mir rauf und runter. Wir sind wieder drei Filme näher am Ende. Und dann habe ich so gehört, es gibt noch 120 Stück. Ja, geht's noch 117. Dann habe ich lange auf der Börse überlegt, ob ich mir die Dirty Harry Box neu zulegen soll. Hintergrund ist der, ich habe die Dirty Harry Filme alle auf Blau, aber aus England. Und die haben so ein dickes Hart hinter Dingen, also sind ziemlich breit, ne, im Regal. Und da war die Idee, das alles zu kompensieren auf die kleine deutsche Gesamtfassung. Aber dann habe ich noch zwischendurch gesehen, dass es die einzelnen Deutschen auch für relativ günstig für 4 Euro gibt. Und habe dann 3 von den 5 Filmen bekommen können. Und zwar vor allem ganz wichtig, die 18er-Ware. Der einzige 18er-Film aus der Serie, Dirty Harry kommt zurück. Für 4 Euro. Und den letzten Teil, der nicht so toll ist, mit Liam Neeson, das Todesspiel. Und natürlich den ersten Teil, Dirty Harry. Jetzt brauche ich noch Teil 2 und Teil 3. Aber ich will es insgesamt ein wenig schmaler im Regal. Nee, ist klar. Ist ein Kaufgrund. Dann haben wir beim letzten Unpacking dabei The Crime, Good Cop, Bad Cop. Dieser englische Sweeney-Cop-Film. Den hatte ich auf DVD aus der Videothek. Jetzt habe ich das Blu-ray. Das Blu-ray. Der Gerät. Ich hoffe, das ist der Originalfilm nicht aus einer Videothek. Die sind zwar eingeschweißt, aber das heißt ja nicht sehr viel auf einer Börse. Gib doch mal rüber. Ich packe mal aus. Wir öffnen. In der gleichen Ecke dann halt The Priest. Hatten wir gerade schon bei Marco gesehen. Der heißt doch nicht The Priest, oder? Priest einfach nur. Priest. Ich wollte doch sagen, der heißt doch nicht The Priest. Priest. Gibt es ja auch in so einer Doppelversion mit Legion zusammen. Und da ich Legion jetzt einzeln gekauft habe, dann nimmst du den Priest auch nochmal dazu. Ich habe den schon mal gesehen. Oh. Was heißt der O? Oh. Völlig in Ordnung. Spanisch. Kein Aufkleber, Wendecover. Schreck, Wasser. Ist nicht ganz so doll, der Film, aber für einen Fünfer ist er auf jeden Fall das Ganze noch wert. Und dann kommen wir zum letzten Film. Ersetzt auch die DVD-Version Metropolis von Fritz Lang. In der Transit Classic Deluxe Edition. Ja, das war's zur heutigen Ausbeute. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war total schön. Wir kommen nochmal alle irgendwie ins Bild. Björn, komm nochmal ein bisschen näher, dann sieht man auch deine Gesicht. Ja. Unser erstes Auto-Unpacking, unser erster Dreier-Börsenbesuch. War schön. Ja, sehr schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Wiederholen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im Januar geht's weiter. Hoffentlich fällt der Termin nicht auf so ein scheiß Geburtstagswochenende. Ja, aber ist ja meistens sonntags, ne? Ja. Ja, das sollte funktionieren. Wir kriegen das schon. Hauptsache, es fährt einer, dass ich noch besoffen bin, ist egal.
Ja, super. Nochmal danke an den Gastgeber, quasi an den Veranstalter, an den Sascha, der alles organisiert hat, alles uns eingeladen hat und alles toll gemacht hat. Und ja, viel Spaß fürs Zugucken. Ja doch, war richtig. Ich denke schon immer, ist falsch. Vielen Dank an die Zuschauer und ihr kennt das, abonnieren, liken, favorisieren. Uns fehlen, glaube ich, immer noch ein paar zu 400. Vielleicht sind sie jetzt schon da, aber ich glaube nicht. Also empfehlt uns noch, weil wenn die 400 Abonnenten aufleuchten, dann geht es wieder zu gewinnen. Dann geht es auf die 500 zu. Dann geht es auf die 500 zu. Ja, also geht es wieder Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja. Bis dahin sagen wir tschüss. 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 Grüße. Ach, Grüße. Grüße. Ich grüße. War überhaupt keiner da, ne? Ich war ein bisschen enttäuscht. Also zumindest haben wir keinen gesehen. Also ihr habt zumindest keinen gesehen. War irgendeiner auf der Messe von euch? Also ich habe jetzt so ein bisschen von der Umgebung her gedacht, da kommt vielleicht mal 1, 2, 3. Aber so gar keiner. Da ich vorhin einen gesehen habe, der innerhalb von 3 Minuten 180 Euro für 5 Mediabooks auf den Tisch gelegt hat, grüße ich an dieser Stelle Busy bei uns. Sonst noch mal Grüße? Nein. Nein. Ja. Dann tschüss. 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 Action! Da peile ich mir erstmal Ei drauf. Da peile ich mir erstmal Ei drauf, ja. Ja, wir sind noch bei da. Einen haben wir noch für euch. Das Highlight des Tages. Wer auf einer DVD-Börse war, muss natürlich auch in Neuss, in der Wetthalle, den Frauenflohmarkt mal mitgemacht haben. Ja? Bisschen Ischen shoppen. Mal gucken, was da für Modelle gibt. Aber der ist doch schon vorbei. Ja. Dann wären wir das nächste Mal von 16 bis 22 Uhr. Ab 22, oder ab 21 Uhr ist ja FSK 18. Da kann man die Ischen dann auch direkt mal antesten. Auf dem Ischenflohmarkt. Ich finde, wir als drei Herren vom Film sollten nicht als frauenfeindlich daherkommen. Die komme ich auch nicht. Ich will nur ein paar ausprobieren. Ich habe mal unten hier die Telefonnummer eingeblendet, ja, in groß. Ne? Oder Facebook.com. Matchagram. Ja? Also ich will keine Ahnung. Weiß einer von euch, was ein Frauenflohmarkt ist? Dann sagt Bescheid. Wir hätten es echt gern gewusst. Wir wissen es einfach nicht. Schreibt einfach unten rein. Schreibt bitte unten rein, was passiert auf einem Frauenflohmarkt? Gibt es da nur Tangas und so? Frauenkram? Da dürfen nur Frauen verkaufen. Oder dürfen da nur Frauen verkaufen? Ist das die Frage, ne? Werden Frauen gehandelt oder es gibt ja auch so Junggesellenbörsen, ne? Wie beim Dosenwerfen. Ja, wir haben auch nicht mit Dosen geworfen. Jetzt machen wir. Ja, das war's jetzt endgültig. Tschüss aus Neuss und bis zum nächsten Mal.